Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir jagen heute den Riesenalligator. Ich zeige dir mal seine Koordinaten. Also hier befindet er sich, das ist sein Bild und hier ist das Fragezeichen. Beim Fragezeichen beginnt ja die Jagd. So, jetzt zeige ich dir mal nochmal größer ein bisschen, damit du das siehst. Hier ist St. Denis und hier ist er, Lagras. Hier unten ist er im Endeffekt. So, hier ein paar kleine Tipps, während wir ihn jagen. Also, bei mir war folgendes Problem, ich habe ihn einfach nicht gefunden. Also es kann sein, dass du an die Stelle hingehst, aber er gar nicht da ist, der Alligator. Und ich kann dir einfach nur sagen, das liegt daran, dass du einfach noch nicht weit genug in der Story bist. Du warst einfach noch nicht beim vierten Kapitel, ich glaube beim vierten oder fünften Kapitel ist es, wo sie im Endeffekt im Sumpf die Mission mit dem riesigen Vieh haben, also mit diesem Alligator. Und wenn du das noch nicht hast, dann kannst du hier hinfahren, du kannst zum Beispiel im zweiten Kapitel hier hinfahren, das wird dir nichts bringen, weil er einfach nicht erscheint. Also mein großer Tipp an dich, damit du dann nicht frustriert bist, wenn du hier hingehst und du siehst den Alligator einfach nicht, der wird dir nicht angezeigt auf der Karte, spiel einfach das Spiel durch. Ich habe das auch so gemacht, habe das Spiel in Ruhe durchgespielt und geh dann jagen. Dann wird auch 100% erscheinen. Dann sparst du dir dieses ganze Hin- und Hergefahre. Denk auch dran, dass du die legendären Tiere mit egal welchen Waffen erschießen kannst. Alter Schwede, es ist ein Riese. Also das heißt, seine Haut geht nicht kaputt. Das ist einfach unglaublich. Das ist ein Riese. Du kannst sogar mit Dynamit werfen, das ist vollkommen egal. Okay. Oh Mama. Oh Mama! Okay, du weißt es jetzt besser als ich. Es mit der Stärkste. Also ich würde mal sagen, das ist jetzt das stärkste Tier bis jetzt, das ich gejagt habe. Okay, so bitte nicht. Okay, dieses Mal werden wir den Motherfucker vom Scharfschützengewehr erledigen lassen. Und bei mir war da jetzt wieder verbuggt. Also das heißt, da stand in der Gegend ist zu viel los, das Tier ist nicht da, bla bla bla. Ich habe das ganz einfach so gemacht. Ich habe einfach andere Sachen gemacht. Ich habe auch ein paar Mal Kopfgeld bezahlt. Dann habe ich wieder mehr extra Kopfgeld gemacht. Dann nochmal Kopfgeld gezahlt. Also das ist ein bisschen verbuggt. Ja, und ich würde an deiner Stelle dann einfach ein bisschen weiterspielen, andere Missionen machen und dann wieder zurückkommen. So, jetzt erledigen wir ihn endlich mal und dann gucken wir mal, was wir bekommen. Ja, bis du bei uns bist. Ja, Mann. Nice. Ich habe auch extra noch die Pump Gun mitgenommen. Die Pump Action. Okay, jetzt häuten wir mal den Bad Boy. Das ist ja ein Riese. Der ist, glaube ich, doppelt so groß wie unser Pferd. Einfach nur krass. Wow. Alter Schwede. Zack, Zahn auch noch raus. Mich wundert, dass er immer nur einen Zahn mitnimmt oder ein Horn. Oh Mann, wir haben ihn endlich. Nice. Ich bin jetzt sehr gespannt, was wir bekommen. Ja, jetzt fahren wir zum Trapper und zum Hehler. Wir sind beim Trapper angekommen. Die Locations aller Trapper bekommst du auch auf unserem Kanal. Wichtig ist jetzt erstmal alles zu verkaufen. Hier ist das Leder. 50 Dollar kriegen wir. Den Rest verkaufe ich auch mal. Nun gehst du auf Kaufen. Bekleidungssets. 6 von 16 Todeskralle. Machst du einfach auf. Und dann kannst du hier zwei Sachen kaufen. Einmal diese schicke Weste. Ich finde, die schaut richtig schick aus. Zack. Und dann noch diese Stiefel. Du kannst auch diesen Hut kaufen. Der ist auch sehr, sehr schick. Aber dafür brauchst du Schlangenhaut perfekt zweimal. Da werde ich auch noch ein Video machen und dir zeigen, wo du sie bekommst. Deswegen abonniere den Kanal, damit du nichts verpasst und damit du alle Infos kriegst. Wir gehen jetzt noch zum Hehler und schauen uns den Talisman an. Beim Hehler gehst du einfach auf Herstellen, Quadrat. Hier stellen wir fest, dass uns eine Komponente fehlt. Und zwar haben wir zum Beispiel hier goldenes Mitgliederarm. Band und Zahn eines legendären Alligators. Eine Komponente fehlt uns aber, historische Handschellen aus dem Bürgerkrieg. Also das bedeutet, allein von ihm kannst du kein Amulett herstellen, sondern brauchst noch weitere Komponenten. Ja, damit sind wir mit unserer Jagd am Ende. Es gibt nur noch ein legendäres Tier. Und ja, ich hoffe, du bist mit am Start, jagst alle Tiere. Wie gesagt, in der Playlist findest du alle Tipps.
die du brauchst, um die Tiere zu finden, und natürlich auch noch weitere Tipps, die dir im Spiel helfen werden. Abonniere den Kanal, lass mir einen Daumen hoch für meine Arbeit da, dann produziere ich weiterhin für dich super geile Videos, die dir helfen und das Spielen erleichtern.